Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2017. Wir spielen wieder weiter an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Wir haben beim letzten Mal Schweine gekauft. Scheiße Idee. Beziehungsweise ein bisschen informiert, was die Schweine brauchen. Wie gesagt, scheiße Idee. Aber, naja. So. Der ist übrigens voll, das heißt. Der ist voll. Ja, die Karre steht immer noch da. Der Haufen ist auch noch da. Super. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück zu unserem Hof. Ich glaube, das sinnvoll zu sein. Das ist das Land, nämlich gesehen habe. Oh, da sind Schienen. Ja, wie gesagt, das mit den Schweinen war jetzt nicht wirklich die beste Idee. Aber hey, ich wollte ja. Auf jeden Fall brauchen sie Strom. Und dazu brauche ich einen Radlader. Ja. Hey, ich habe keinen Radlader. Gut. Wo kamen wir her? Ich glaube, hier sind wir. Kamen wir, glaube ich. Ich glaube zumindest. Hier, glaube ich, wieder links. Hey, hier ist übrigens auch, glaube ich, der Händler. Haha. Ja, das ist, glaube ich, der Händler. Gut. Dann fahren wir erstmal 4000 Kilometer geradeaus. Bis wir an den Hof ankommen, beziehungsweise lass uns die Scheiße gleich mal abladen. Dann ist hier rechts herum. So. Okay. Wo sind die wieder? Was ist hier unten? Ach, das ist. Ah, das sind die Kühe. Okay. Da unten sind also die Kühe. Nein. Ich glaube. Na gut. Also Tankstelle, das sind deine. Wieder links. Dann wieder rechts. Oh, hier ist ein Geldautomat. Wir könnten ja auch einen technischen Kredit nehmen. Dann könnten wir jetzt mit Zeug kaufen. Ah, hier was. Ein technisch. Ja. So, ausgibt man sie. Kriegen wahrscheinlich fast nichts dafür. Wow, 956 Euro, das hat sich gelohnt. Ich hoffe, dass wir die Hälfte vorne ausgeschüttet haben. Umleuchten an. So, hier war wieder rechts. Durch. Oh, cool, das Zeug geht wirklich mitten durch uns. Durch. Der Hof. Unser Hof ankommen. Ich kann erstmal kurz den Mähdrescher abtanken. Also das mache ich jetzt mal in den Mähdrescher rein. Rohr ausfahren. So, jetzt warten wir noch eine halbe Stunde. Hm.
6, 5, 4, 3, 2, 1, okay, wir haben es geschafft. Hat nur 10 Jahre gebraucht. Gefühlt. So, ich kann den Knöpfer an. Sieht aus. Ist das Teil wieder. Lippen. Das Fell. Ich bin erstmal dafür belei an die Scheiße. Aktuell verdienen wir bereits absolut kein Geld. So, kippen wir das aus. Schauen wir doch mal, was wir bräuchten, wenn wir... Na. Kein Mehrwerk. Ballentechnik. Okay. Das sind Ballensammelwagen. Gut. Ja, die Ballenpresse kostet schon 58.000. Können wir uns nicht wirklich leisten. Und der Big Baller. 102. Okay, kleiner Radlader. Kostet 145.000, beziehungsweise 83. Gibt es den auch noch irgendwie kleiner? Das ist Frost. Auf jeden Fall auch noch ein Kompaktlader. Hey, 49.000. Super, können wir schon bald kaufen. Dolly liegt bei 9. Hm. Ja, wir haben ein Auto. Klein. Ja, wir könnten ein Mähwerk. Ja, toll. Mähwerk von 9000. Plus, bis. Was haben wir eigentlich nochmal hier alles? Okay, zum Beispiel sowas. Können wir rein technisch verkaufen. Weil brauchen wir aktuell nicht. So kommen wir gerade erstmal an Geld. Die verkaufen. Ja. Okay. Wieder zurück. Die kleine Lagerhalle, ja. Ebenfalls verkauft. So, den brauchen wir im Grunde auch nicht. So, jetzt haben wir schon mal 46.000. Ach, hier ist Tiere, okay, und das ist so ein Viehtransporter. Ja, nice. Okay, was ist das hier? Einstreuer, Laden, Strohballen und Boden des Kuhstalls, okay. Was hat nochmal Ballentechnik, aber Ballentechnik da oben. So, was hat er nochmal gekostet? 58, okay, das können wir noch nicht. Hm. Aber so ein Ladewagen. Dann kaufen wir den Ladewagen erstmal. Ja. So, Kauf steht beim Händler. Das heißt, wir koppeln den erstmal ab. Und fahren jetzt einfach Vollgas zum Händler. Wieder mal kurz ein bisschen durchs Feld durch. Wissen wir inzwischen, wo der Händler ist. Rechts rein. Ja, da gibt Pizza. Hypercube Pizza. Okay. Und warum nicht? So, jetzt rein. Weiter hoch.
Nochmal links. Nochmal links. Und da steht ja schon unser neuer unser neuer Ladebar. Wow. Da muss man jetzt schon mal sagen, der ist sogar auf der einen Seite nicht, aber auf der anderen Seite professionell befestigt. Und kappeln wir uns an. Professionell angekoppelt. So, da haben wir unseren neuen Pöttinger Ladewagen. Und was wir damit machen, sehen wir in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.